So, meine Lieben, nächstes Raritäten-Video. Ich hatte ja gestern schon mal eins hochgeladen von den Gorilla Bomb, von den alten Baujahr 2008. Hier habe ich noch was Schönes, eigentlich eine Spitzenrarität, sagen wir es mal so. TXP 010 von Tropic oder Triplex. Hier habe ich auch noch eine Fläche. Also sind eigentlich noch mehr Packungen. Und die werden wir jetzt mal aufmachen und mal untersuchen, wie die eigentlich, also wie die von der Qualität her sind. Ja, dann machen wir das mal auf. Hätte ich eigentlich alles schon vorbereiten können. Aber nee. Also, ich zeige euch nochmal das hier hinten. Weil ich filme jetzt hier mit einem anderen guten Handy. Das merkt man auch. Das ist diesmal 4K-Auflösung und halt sowas. Na, da kann man auch richtig schön ran. Also das ranhalten, ohne dass das halt verschwimmt hier. Na, das ist schon mal ein bisschen Gold wert hier. So, Moment, das dauert also wieder 100 Jahre hier. Genau, so sehen sie aus. Die haben noch ich glaube, ich müsste mal überlegen, ich glaube, so um die 4 Gramm Bäcker Eis müssten die locker noch haben, weil die 9 mit CE, die ja schon ein bisschen auf dem Markt sind, die haben ja bis nach 1,5 Gramm, hat man ja ein schönes großes CE-Zeichen draufstehen. So sehen sie aus. Und jetzt wird er wieder ein Thema fokussieren. Dann mach ich das mal so hier. Das ist jetzt hat er's. Ja. So sehen sie aus. Halt auf Englisch. Österreich, Deutschland. Bangers, United Kingdom, ne? Also hier Großbritannien. Von der Verarbeitung her sind die eigentlich relativ gut. Also steht jetzt unten nirgendwo der Gips groß ab. No, weil das Auge knallt ja auch immer mit, ne? Die Schnur relativ lang. Sind eigentlich schöne Knaller. Waren auch nicht ganz billig. Weil das war ja hier dieser Raritätenfund, was ich ja gestern schon mal, als ich schon mal gesagt hatte hier in dem Gorilla Bomb Video. Da war das ganze Lager voll mit solchen alten Zeug, weil es sind halt noch Spitzenraritäten, sage ich jetzt mal dazu. Na, da war halt noch die schöne Zeit, weil das Zeug, was es heutzutage zu kaufen gibt hier, kann man alles vergessen. Das kann man alles. Weiß ich nicht, also eigentlich getrost hatte, also dort drüben nämlich liegen lassen, weil der Knallsatz minimiert worden ist. Das wurde immer schlimmer. Das fängt auch schon bei den FP3 Small an, die bloß noch 0,3 Gramm haben, anstatt 0,8. Na, also das ist eigentlich traurig, die Glanzzeit ist vorbei. Na, wir können ja noch mal ein bisschen mehr noch mal rausholen. Wenn ihr wollt. Oder wenn ich das will. So. Die sind eigentlich sehr gut verarbeitet. Die sind ohne Klamm oder so. Das BKS ist hier hinten, das merkt man beim Eindrücken. Das geht bisher her. Also hier. Also brennt dann die Schnur dann locker dann nochmal hier durch, also bis die dann knallen, das dauert dann eine ganze Weile. Sind eigentlich schöne Teile. Werden wir Silvester auch mal mit verschießen. Ja, und dann könnt ihr euch auf schöne, viele Raritäten-Videos mal drauf gefasst machen. Na, Freundin? Der dann mal oben. Er sitzt im Hintergrund hier und guckt. Genau. Ja, das ist eigentlich eine 1A-Spitzenrarität, wie gesagt. Ne? Also von der Verarbeitung her eigentlich auch relativ gut. Also es steht jetzt halt auch, wie gesagt, nirgendwo der Gips ab oder Krümel raus oder sonst was. Ja. Genauso ist es.
Rüdi, da warst du schon mit dem Video. Das war jetzt mal ein ziemlich kurzes Video. No, war mal eine alte Produktvorstellung, die eigentlich jeder kennen sollte. Also ich kenne sie definitiv auch noch von früher, habe halt da leider halt noch nie angefangen mit Filmen oder so. Aber jetzt geht das alles klar. Gudi, dann bis zum nächsten Video und ciao.